Tag. Hallo. Hallo. So, Sie sind die Mütter von welchen Kindern? Von Gunther. Wer von Ihnen? Wir beide, wir leben in einer lesbischen Lebensgemeinschaft. Aha. Und wer von Ihnen beiden spielt den Vater? Keiner. Gunther lebt also lediglich mit zwei Müttern. Richtig. Wir denken, das macht... Müssen Sie nicht rechtfertigen. Aber das erklärt eventuell seine Schwierigkeiten in Biologie. Was denn für Schwierigkeiten? Der Gunther hat in seinem letzten Biotest behauptet, Kinder würden von einer Bienen und einer Blümin gezeugt und von der Störchin gebracht. Ja, das haben wir ihm auch so erklärt. Warum, wenn ich fragen darf? Weil wir glauben, dass er für die richtige Erklärung, wo er herkommt, noch nicht alt genug ist. Mit seinen gerade mal 8 Jahren. Aber das ist doch gar nicht so schwer. Der Papa steckt seinen Schniepi in die Mumu von der Mama. Die Mama wird dick. Und der Gunther kommt aus dem Bauch von der Mama. Versteht doch sogar ein 5-Jähriger. Ja, aber bei uns war das ja nun mal nicht so. Ja, dann eben... Mama und Mama legen Mumu auf Mumu, aber die eine Mama hat heimlich was mit dem Papa. Diese Mama wird dick und der Gunther kommt aus dem Bauch der dicken Mama raus. Ja, wenn das so einfach wäre. Gunther ist ein Retortenbaby. Samen und Eizellen stammen von unbekannten Spendern. Er wurde einer Leihmutter eingepflanzt. Und wir haben ihn dann nach der Geburt adoptiert. Genau. Gut, dann muss es eben heißen, fremder Mann und fremde Frau, ohne Schniepi und ohne Mumu, dafür mit einem Reagenzglas. Und in diesem Reagenzglas wächst dann so ein Mini-Günti und dann kommt der Arzt und pflanzt den Mini-Günti in den Bauch von einer anderen. Und wenn dann der Bauch, dann gehen Mama 1 und Mama 2 zum Amt und da beantragen sie, dafür muss man natürlich einen Angestellten und dafür muss man das Formular. Wenn der Angestellte ja, dann sagt die, oh, dann sagen Mama 1 und Mama 2, können wir vielleicht den Günni? Dann sagt der Beamte, ja, können Sie noch den Stempel? Dann kann man den Günni durch die an. Dann muss belegt werden, dass der fremde Mann durch den Arzt, da müssen wir nur ein paar Unterschriften. Ach ja, also da verliert man jetzt natürlich den Überblick. Wissen Sie was? Irgendwie ist die Geschichte mit der Bienen und der Blümen und der Störchen ja gar nicht so falsch.